Shalom, ihr wundervollen Leute da draußen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und seid gesegnet von unserem Herrn Jesus Christus und unserem himmlischen Vater. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Liebe in eurem Herzen. Und ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video nach einer geraumen Zeit. Ist schon ein wenig her, aber ich freue mich, ein neues Video zu machen. Und ja, ich wurde in dieser Zeit ziemlich geläutert und ja, habe in dieser Zeit ziemlich viel erkennen dürfen und wir wissen, Gottes Wege sind wundervoll, Gottes Wege sind perfekt und wir sollten niemals denken, dass Gott uns irgendetwas Böses möchte mit bestimmten Dingen, sondern er gestaltet unser Herz einfach. Und unser Herz kann nun mal einfach nur im Feuer geschliffen werden, beziehungsweise geläutert werden. Und dass diese ganzen Schlacken einfach entfernt werden, gereinigt werden. Und ja, und danach erfährt man so viel Liebe. Danach ist man so glücklich, wenn man erstmal erkennen darf, wofür diese ganzen Dinge gut waren. Und ja, es ist einfach wundervoll. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, für die Erfahrungen, die ich sammeln durfte und die wir alle sammeln dürfen. Und ja, der Herr hat mir einen sehr, sehr schönen Traum gegeben. Und es war zwar ein recht kurzer Traum, aber er war wunderschön gestaltet. Und ja, es war wunderschön mit anzuschauen, mit wie viel Liebe er gestaltet wurde. Und den würde ich gerne euch mitteilen. Ja, er ist recht symbolisch und ich versuche ihn so gut wie möglich zu vermitteln. Falls ihr irgendwo einen anderen Eindruck habt oder noch etwas hinzukommt, unten die Kommentare und so, da könnt ihr gerne reinschreiben. Und wir sind eine Familie, Leute, in Christus. Und ja, ich fange da mal an zu reden. Und zwar war das so, dass ich in diesem Traum auf den Himmel geschaut habe und dort war eine Art Leinwand. Und ich beobachte das Bild. So, und es ist mehrmals hinter, also es hat immer wieder die Bilder gewechselt und es waren die Bilder in einer Reihe und sie sind hinterher öfters abgelaufen, weil ich beim ersten Mal nicht alles verstanden, nicht erkannt habe und der Herr es mir dann öfters gezeigt hatte, damit ich es verstehe, damit ich es erkenne. Und ja, ich habe Folgendes gesehen. Und zwar war es so, dass ich am Anfang einen Hund gesehen habe, der an einem dunklen Ort gelegen hat, geschlafen hat, völlig verwahrlost war und er hatte einfach keine Hoffnung. Er hatte einfach keine Hoffnung. Und ich wusste erst nicht, wie ich diesen Hund einordnen sollte, bis ich verstanden habe, dass dieser verwahrloste Hund, der vollkommen alleine war und nicht wusste, wohin mit ihm, uns darstellte, bevor wir zum Glauben gekommen sind. Das habe ich daran erkannt, weil der Herr danach ein Mädchen davor gesetzt hat. Und dieses Mädchen stellte in dem Moment mich dar. Ich bin weiblich und so. Jedenfalls stellt es eigentlich uns Gläubigen dar. Und ja, das Mädchen hat sich dann so wie der Hund, sie hat sich hingelegt, sie war komplett traurig und ja, ich sah dann sozusagen den Hund und das Mädchen dort liegen und sie hatten keine Hoffnung. Und der Hund ist auch ein Symbol, ja, in der Bibel für ausgestoßen. Ausgestoßen in dem Sinne, wir kannten Gott nicht. Wir gehörten nicht zu seinem Volk. Wir waren fremd in Bündnissen und wir waren Sklaven der Sünde, wir waren Sklaven Satans und wir hatten nicht wirklich einen Sinn in unserem Leben, bis auf das, was wir ja, den Dingen, denen wir irgendwie tagtäglich nachgegangen sind. Und dabei waren sicherlich nicht immer die positivsten Dinge dabei. Und ja, ich erinnere mich an die Zeit, wo ich Gott nicht kannte und wo ich alleine
umhergestreift bin, sozusagen vollkommen alleine und verwahrlost in dem Sinne, dass man einfach innerlich immer dreckiger wird. Und man hat einfach keine Möglichkeit, sich selber zu reinigen. Man hat nicht die Möglichkeit, sein Herz selber zu reinigen, weil wir einfach, ja, weil wir einfach dieses Fleisch in uns tragen und einfach nicht die Kraft haben, dagegen anzukämpfen. Und wir dann irgendwie immer mehr Sünde begehen, immer mehr, umso älter wir werden und diese ganzen Einflüsse um uns herum uns einfach immer mehr mitreißen, dass unser Gewissen einfach abstumpft und wir irgendwann, ja, lügen ohne rot zu werden sozusagen. Und es war dann so, dass ich gesehen habe, wie der Herr diesen Hund in Liebe aufgenommen hat. Also es war so, dass er ein Feuer, also ein Feuer wurde angezündet und der Hund legte sich davor und was vorher erfroren war, und damit war sein Inneres gemeint, was vorher erfroren war. Und er hat sich vorher so alleine gefühlt, so einsam gefühlt. Es wurde wieder aufgewärmt, sein Inneres wurde aufgewärmt, ihm wurde Leben eingehaucht. Und er wurde wieder lebendig. Er fand Frieden. Und danach sah ich wieder dieses Mädchen, was danach zu einem Fuchs wurde. Und der Fuchs ist auch ein Symbol, so wie ich gelesen habe, für Hinterlist und auch für Boshaftigkeit. Und das stellte einfach dar, es geht nicht nur um das Ausgestoßene, was vorher war. Und vielleicht sogar um, ja, um das Falsche, sondern auch um, ja, um diese Hinterlist, allgemein diese Hinterlist, diese Lüge einfach, die in uns gewohnt hat. Und dass wir durch diese ganzen Dinge einfach gereinigt wurden, dass das Feuer sozusagen die Reinigung darstellt. Und ja, dass es uns einfach besser geht. Und danach hat das Bild noch mehr gewechselt. Und ich sah, wie aus der Dunkelheit, aus der Nacht, die Sonne hervorging und es Morgen wurde. Und es gibt dazu einen wunderschönen Bibelvers bei Sprüche, den ich einblenden werde. Jedenfalls wurde es immer heller und heller und heller. Und dies wurde deutlich, dass es die Gemeinschaft darstellte, als ich gesehen habe, wie an dem Feuer, wo der Hund lag, der Herr saß. Der Herr hat sich mit dem Hund dorthin gesetzt und hat ihn gepflegt. Er hat ihn gepflegt, hat ihm etwas zu essen gegeben. Er war verachtet, aber wurde aufgenommen in Liebe. Und er wurde gereinigt. Er wurde einfach ein Teil von unserem Herrn und hat einen neuen Besitzer sozusagen gefunden, der ihn behütet, beschützt. Und er hat sich mehr als wohl gefühlt. Und unser Herr saß da mit einem weißen Gewand und ich fand dieses Bild wunderschön. Und ja, die Bilder sind dann noch mehrmals abgelaufen. Jedenfalls, was ich damit sagen möchte, ist, also ich finde, es ist eine wunderschöne Ermutigung, immer wieder darauf zu schauen, was wir früher waren, was wir werden und was wir am Ende sein werden. Also, dass Gott etwas in uns sieht, was uns jetzt noch nicht bewusst ist, aber was mit der Zeit immer deutlicher wird. Und wie zum Beispiel am Anfang ein Samen in die Erde gelegt wird und dieser Samen nicht sichtbar ist. Und der hinterher aus der Erde herauswächst und seine Schönheit, seine Kraft entfaltet. So wird auch uns, also auch in uns immer sichtbarer, welcher Samen in uns gelegt wird oder wurde. Und ja, dass wir einfach immer mehr Liebe, wahrhaftige Liebe, reine Liebe in uns tragen. Und wir auch wirklich Nächstenliebe in uns geben, dass wir einfach ja mit den Augen unseres Herrn immer mehr sehen. Das fällt mir einfach immer mehr auf, weil wie ich früher gelebt habe und wie ich heute lebe und wie mich plötzlich Dinge berühren, die mich vorher nicht berührt haben.
Leute, ich bin ein kleiner, ja, wie nennt man das? Also mittlerweile weine ich relativ schnell. Damit will ich sagen, ich schaue mir irgendwelche Videos zum Beispiel im Internet an, wo es um Leid geht oder wo es auch um wunderschöne Ereignisse, Wunder geht, die zum Beispiel Gott bewirkt. Und ich werde so tief berührt, so tief berührt. Und es ist ein wunderschönes Gefühl. Soll ich euch sagen, warum das ein wunderschönes Gefühl ist? Weil ich früher eiskalt war. Ich habe mir früher Videos angeschaut, schlimme Videos angeschaut, die, Entschuldigung, Leute, das Licht wird gerade ein bisschen dunkel. Und es hat mich nicht mal berührt. Es hat mich rein gar nicht berührt. Es war mir vollkommen egal, was dort passiert. Und jetzt ist es einfach so, dass mein Herz einfach so verändert wurde und ich so glücklich darüber bin und ich einfach weiß, es ist nicht aus mir geschehen, weil ich es nicht konnte. Ich konnte es nicht ablegen. Aber plötzlich, als ich zum Herrn gefunden habe und endlich das wahre Leben entdecken durfte, endlich aus dieser Finsternis befreit wurde und endlich der Tag in mir hervorkam, das Licht in mir hervorkam und der Herr und der himmlische Vater, dass sie uns die Finsternis nehmen, die in uns wohnte zuvor. Und wir einfach immer mehr mit guten Dingen erfüllt werden. Es ist einfach wunderschön zu sehen. Es ist wunderschön zu sehen. Und wisst ihr, was noch wunderschönes zu sehen? Wir haben zwar diese dunkle, ja, diese Finsternis um uns herum, aber wir können stetig, stetig sagen, dass nichts stärker ist, wirklich nichts, als unser allmächtiger Vater. Wir uns nicht fürchten brauchen vor der Finsternis, wir uns nicht mal vor dem Tod fürchten brauchen. Wir können Frieden in uns tragen, den uns die Welt niemals geben könnte durch ihre ganzen Reichtümer, weil alles hier auf dieser Erde einfach nur vergänglich ist, weil alles hier auf dieser Erde einfach keinen Wert hat. Wenn man das wahre Leben gefunden hat und wenn man erstmal erkannt hat, dass man das, was man all die Jahre gesucht hat, im Herrn findet. Und dass das, was man zuvor vielleicht gelebt hat, ich war vorher religiös, so ich habe an Gott geglaubt, aber Jesus war mir komplett unbekannt und ich habe immer so gebetet und hatte keine Beziehung zu Gott und habe ihn als diesen strafenden Gott gesehen, der einfach komplett falsch dargestellt wird. Er ist ein liebender Vater, natürlich züchtigt er uns auch. Aber trotz all dem ist er ein unglaublich liebender Vater, der uns tröstet, wenn wir Schmerzen in uns tragen, der uns nicht einfach fallen lässt, sondern uns unglaublich liebt, jeden einzelnen von uns, der sich Zeit nimmt für jeden einzelnen von uns, der uns einzigartig gestaltet, der uns schleift. Und ich habe Dinge erlebt, wie er Dinge ins Leben gerufen hat plötzlich. Und Ereignisse geschehen sind, Wunder geschehen sind, womit ich niemals gerechnet hätte und die er in dem Moment für mich alleine sozusagen ins Leben gerufen hat, die er für uns alleine ins Leben gerufen hat. Zum Beispiel war das einen Tag so, ich hatte Schmerzen, ich hatte Kummer und habe gebetet und natürlich sollte man sich immer wieder vor Augen halten, lest das Wort Gottes. Und alles, was da drin steht, nimm es in deinem Herzen als Wahrheit auf. Nimm es in deinem Herzen auf, dass Gott dich nicht alleine lässt, dass er deine Wege kennt, dass er deine Wege ebnet, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm folgst. Und bei mir war es aber so, ich wurde so von Ängsten eingenommen, so von Zweifeln eingenommen, dass ich ins Gebet gegangen bin, dass ich ja geweint habe und dann war das so, dass ich plötzlich innerlich, ich habe einen Eindruck bekommen, eine Eingebung bekommen und ich habe gedacht, Gott wird mir heute zeigen, dass er da ist und er wird heute zu mir sprechen. Und ja, ich bin dann zum Arzt gegangen und ja, wie soll ich sagen, mir sind Leute entgegengekommen, mir sind Leute entgegengekommen, so ein älteres Paar, die mir einen Flyer in die Hand gedrückt haben. Und ich wusste erst nichts mit dem Flyer anzufangen. Und auf dem Flyer wurde nach dem Sinn des Lebens gefragt. Und ich dachte mir so, was soll ich damit und so. Und ich öffne das so. Und es ging um Jesus Christus. Es ging um unseren himmlischen Vater. Es ging um Gott. Es ging um unsere himmlische Familie. Und
dann war das so, dass ich diesen einen Satz gelesen habe und es mir so tief ins Herz ging in dem Moment, von wegen, was in der Bibel steht, so die Worte, die in der Bibel stehen, sind wahrhaftig und zuverlässig. Und ich habe, ja, wenn ich manchmal die Bibel lese, natürlich nehme ich diese Worte auf. Und Gott hält mir auch immer wieder vor Augen, lese die Bibel und nehme diese Worte in Wahrheit auf. So, lass sie nicht aus deinem Herzen fallen, nur weil Bedrängnis kommt. Denke nicht, dass ich dich alleine lasse in dieser Zeit, sondern ich bin da. Und Gott ist da. Gott ist da. Ich meine, der Geist Gottes hat mal zu mir gesprochen gehabt. Er hat zu mir gesagt gehabt, Gott ist da. Aber er ist mit Bedacht da, als ich so viele Sorgen hatte. Und natürlich ist Gott da. Gott ist mit Bedacht da. Gott ist nicht kopflos da, so wie ein Mensch für uns kopflos da wäre und vielleicht gerade so handelt, wie er gerade denkt, sondern Gott handelt so, dass etwas Perfektes hervorkommt, dass Leben hervorkommt. Er kennt die Zukunft von einem und er weiß einfach, was das Beste für uns ist. Und wenn wir stetig darauf schauen, dass alles, was uns geschieht im Leben, wenn wir Gott vertrauen und ihm folgen, dass uns alles zum Besten dient, dann brauchen wir uns nicht mehr fürchten. Glaubt mir, Gott setzt die Grenze und Satan darf diese Grenze nicht überschreiten. Selbst wenn er uns angreift durch Menschen, durch geistige Angriffe, sei es durch Sorgen, sei es durch Ängste, sei es durch Albträume, sei es durch diese ganzen Lügen und Verführungen hier auf dieser Erde. Wir brauchen uns nicht fürchten. Wir brauchen uns nicht fürchten. Haltet euch immer wieder die Wahrheit vor Augen und nehmt diese Lüge gar nicht erst an. Werdet taub für diese ganzen Lügen. Und wenn euch wieder eine Lüge irgendwie in den Kopf kommt, dann haltet euch vor Augen, was das Wort Gottes dazu sagt. Dann wird diese Lüge regelrecht aufgelöst, Leute. Und ja, das wollte ich euch sagen, Leute. Das wollte ich euch sagen. Geht diesen Weg in enger Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und man wird einfach wundervoll verändert und man kann einfach glücklich sein für jeden einzelnen Tag, wo man geschliffen wird, wo man verändert wird und dass man einfach sagen kann, Gott, ich gebe dir mein Herz und man einfach denken darf, Gott wird dieses Herz nicht einfach wegschmeißen. Gott wird es in Liebe aufnehmen, behüten, pflegen, verändern, heilen und ja, in seiner wundervollen Beziehung, also in dieser wundervollen Beziehung von Schöpfer und Geschöpf. Und was übrigens eine unglaubliche Gnade ist, wir nehmen das manchmal einfach als etwas Normales auf. Ich meine, Leute, wenn der Allmächtige unser Vater ist, warum haben wir Angst? Warum fürchten wir uns? Er hat alles erschaffen. Und man muss mal eine Sache überlegen. Satan kann uns zwar Angst einjagen, so wie auch seine Dämonen, aber Satan ist ebenso ein geschaffenes Wesen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so geplant war, wie es geplant worden ist, ich habe keine Ahnung. Ich möchte darüber auch nicht reden, weil es dann wieder auch zu viel für meinen Verstand ist, für meinen menschlichen Verstand. Und aber diese Auflehnung, dass Satan aus dem Himmel geworfen ist und seine Dämonen und er genau das Gleiche für uns bewirken möchte. Er möchte nicht, dass wir zu Gott gehören, sondern er möchte uns einfach abfallen sehen. Er möchte uns innerlich verfinstern, das Leben rauben, dass wir einfach nicht mehr erkennen, was richtig und was falsch ist, uns einfach auf den falschen Pfad führen, uns zerfleischen, uns zerstreuen durch diesen ganzen Streit, der manchmal unter Christen ausgelöst wird oder allgemein durch Menschen. So, was ich einfach so traurig finde. Und Satan sitzt dann in der Ecke und reibt sich die Hände. Und wir brauchen uns wirklich überhaupt gar nicht fürchten, weil wie gesagt, Gott setzt die Grenze und er wird nicht zulassen, dass uns irgendwas geschieht, was nicht in seinem Plan ist.
Und wenn nur das geschieht, was in seinem Plan ist, so brauchen wir uns wirklich überhaupt gar nicht fürchten, weil wir einfach wissen, dass unser himmlischer Vater nicht das Schlechte für uns möchte, sondern das Beste für uns möchte. Und das stetig. Und lasst euch auch nicht von Sorgen einnehmen, Leute. Lasst euch nicht von Sorgen einnehmen. Ich habe Dinge erlebt manchmal, wo ich im Bett lag und mich immer wieder fragte, woher kommen diese negativen Gedanken? Warum habe ich plötzlich so viele Geldsorgen? Oder warum, woher kommen diese Gedanken? Und ich dann wirklich schon erlebt habe, wie sich hinterher herausgestellt hat, dass diese negativen Gedanken, das ist danach passiert, als ich dann einen Albtraum hatte, durch Dämonen ausgelöst wurde. Ich habe zum Beispiel mal erlebt, wie mir immer wieder gesagt wurde, schau mal, du hast kein Geld, du hast kein Geld, du hast kein Geld. Es gibt Menschen, schau dir diese ganzen Menschen an, die reich sind, die so viel Geld haben, sie haben keine Probleme oder was auch immer. Und Satan könnte dir diese ganzen Dinge geben. So wie er versucht hat, Jesus auf den falschen Pfad zu bringen und ihn auch mit Gold und Reichtümer zu überhäufen oder was auch immer. Aber er ist standhaft geblieben. Er ist standhaft geblieben. Sowas von. Und wie er das auch bei mir versucht hat in dem Moment und mir dann wirklich im Traum gezeigt hat, was Satan bewirken könnte, wenn ich mich von Gott abwenden würde. Und ich mich ganz klar dagegen entschieden habe und Gott mich auch ganz klar aus diesem Traum herausgeholt hat, weil die Dämonen mir danach was Schlechtes wollten, weil ich diese ganzen Dinge nicht sehen wollte, nichts damit zu tun haben wollte. Und diese ganzen Beeinflussungen, es sind Gedanken gewesen, die mir eingeflößt worden sind, die mir vorher nicht bewusst waren, die durch Dämonen ausgelöst worden sind. Also wenn ihr manchmal im Bett liegt und wirklich von tausenden von negativen Gedanken überwältigt werdet oder auch allgemein irgendwie mit diesen negativen Gedanken überwältigt werdet, haltet euch die Wahrheit vor Augen, geht ins Gebet, wenn ihr die Möglichkeit habt, werft alles ab, bittet Gott darum, dass er euch von diesen negativen Gedanken befreit, dass er euch reinigt von diesen negativen Gedanken und euch schützt und gebetet dem, was vielleicht um euch herum ist, im Namen von Jesus Christus zu gehen. Denn ihr seid nicht alleine und ihr werdet diesen Weg auch nicht alleine gehen müssen. Haltet euch das vor Augen und haltet euch vor Augen, dass selbst das, was Satan bewirkt, dass selbst daraus Gott Leben hervorbringen kann. Denkt daran, was bei Judas war, als er Jesus verraten hat. Es war Satans Plan. Es war Satans Plan, Jesus zu verraten. Er wurde von dem Satan berührt in dem Moment. Aber Gott hat daraus etwas Gutes erschaffen. Und glaubt mir, das Böse weiß manchmal gar nicht, was es bewirkt. Und dass Gott daraus etwas Neues erschaffen wird. Selbst wenn das Böse sich noch so weit bemüht. Ihr seid nicht alleine und Gott wird euch nicht alleine lassen. Niemals. Und er weiß, was das Beste für euch ist. Haltet euch das vor Augen. Haltet euch das vor Augen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und seid gesegnet von unserem wundervollen himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Mögen Sie eure Herzen ausfüllen mit ganz viel Liebe und Freude und Frieden. Euch immer wieder vor Augen halten, was euer Ziel ist, dass ihr danach strebt, diesen Weg zu gehen, dass ihr euch nicht von irgendwelchen negativen Dingen von der Bahn werfen lasst, sondern stetig voranschreitet in der Kraft des Geistes und erfüllt werdet mit Leben, erfüllt werdet mit Liebe und denkt immer wieder daran, dass ihr einen liebenden Vater im Himmel habt, ein mächtiger, unser allmächtiger Gott, der euch nicht alleine lässt. Möge der Wille unseres wundervollen Vaters geschehen und nicht unser eigener Wille. Mächtige Namen seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Ich liebe euch, meine wundervollen Geschwister, und einen wunderschönen Tag noch. Amen.